Der One Piece Theorien Eisberg erklärt. In diesem Video arbeiten wir uns durch die 5 Level des One Piece Theorien Eisberges. Je tiefer wir eintauchen, desto komischer und krasser werden die Theorien. Also lasst euch nicht davon täuschen, wenn die ersten Theorien euch bekannt vorkommen, weil jeder drauf kommen kann, denn spätestens ab Level 3, 4 oder 5 kommen die richtig krassen Theorien. Level 1. Wir haben erfahren, dass Kuma seltsame Kräfte im Zusammenhang mit Erinnerungen besitzt. Erinnerungen, Seelen und so weiter haben ein Gewicht und können materialisiert werden. Im gleichen Kapitel haben wir auch etwas über Klone erfahren und alle sagen jetzt, dass Tashigi ein Klon von Kuina ist. Das ist quasi der neueste Stand der Theorien über Kuina und Tashigi. Jedoch gibt es diese Theorie schon viel länger, nur die Details haben sich inzwischen verändert. Oda tötet selten Charaktere und abgesehen von Kuina, hat er jemals wirklich ein Kind getötet? Eltern, besonders Mütter, kommen nicht zurück. Aber wenn ein Charakter wie Sabo zurückkommen kann, wieso dann auch nicht Kuina? Denn das Treppen hinunterfallen ist so merkwürdig und fehl am Platz, besonders für Oda. Und für diejenigen, die darauf hinweisen, dass Oda einmal gesagt hat, dass sie nicht dieselbe Person sind, naja, wer gibt denn sowas direkt zu? Die Narbe von Shanks. Nun, wie wir alle wissen, hat Shanks eine Narbe an seinem linken Auge und in dieser Theorie geht es darum, wer ihm diese Narbe hinzugefügt hat. Als Shanks Ruffy im Fusha Village besucht hat, hatte er die Narbe bereits. Das heißt, er hat die Narbe in der Zeit zwischen Rogers Hinrichtung und dem Besuch im Fusha Village erhalten. Wir wissen, dass Shanks die Gum-Gum-Frucht von der Weltregierung geklaut hat. Außerdem wissen wir auch, dass Blackbeard hinter der Yami Yami no Mi war. Wir wissen zwar nicht genau, wie lange er hinter dieser Frucht her ist, aber auf jeden Fall war es einer seiner größten Ziele, diese Teufelsfrucht zu bekommen. Beide Teufelsfrüchte sehen sich farblich und vom Design her sehr ähnlich. Es ist also sicher anzunehmen, dass man sie leicht verwechseln kann und wenn man so verzweifelt ist wie Teach, nun, dann wird man das wohl tun. Als Shanks das Schiff Moby Dick vom Whitebeard betrat, waren die Reaktionen verschiedener Crewmitglieder so, als würden sie Shanks zum ersten Mal als Yonko treffen. Einige fielen bei seiner Ankunft in Ohnmacht. Selbst die Unterhaltung von Shanks mit Marco, also du bist der erste Division-Commander Phoenix Marco, deutet darauf hin, dass Shanks und Whitebeard nie als Yonkos miteinander kollidierten. Irgendwann in seinem Leben traf Shanks wieder auf Marshall D. Teach, der zu diesem Zeitpunkt ein Mitglied von Whitebeard Crew war. Was genau passiert ist, ist unbekannt, aber Blackbeard hinterließ Shanks die 3 Narben über seinem linken Auge. Das genaue Datum dieses Ereignisses ist nicht festgelegt. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass diese Narben in der Nähe von Rogers Hinrichtung entstanden sind. Bilder von einem jüngeren Shanks zeigen ihn mit einem unversehrten Gesicht, aber in 2 Rückblenden, in Kapitel 434 und Kapitel 0, ist sein Gesicht von seinem Haar und seinem Hut verdeckt. Wie wir wissen, stahl Shanks Crew 12 Jahre nach der Auflösung der Roger Piratenbande die Gum Gum no Mi, die von einem damaligen CP9 Agenten namens Hu Su auf einem Regierungsschiff bewacht wurde. Im selben Jahr kam Shanks auf Dawn Island, wo er Ruffy traf. Und dass die Narbe von Blackbeard stammt, kann man anhand von Shanks Aussage zum Beispiel herausfinden oder die Tatsache, dass man Blackbeard schon einmal gesehen hat mit einem Dreizack als Angriffswaffe. Und verglichen mit der Narbe von Shanks könnte das relativ gut passen. Die Zorro-Augentheorie. Nach dem Timeskip haben die Strohhüte bzw. einige One Piece Charaktere ein überarbeitetes Design bekommen. Dies liegt nicht nur daran, dass 2 Jahre vergangen sind, denn auch einige haben sich verändert durch ihr Training. Und eine Sache, die One Piece Fans direkt stutzig gemacht hat, war die neu hinzugekommene Narbe von Zorro über seinem geschlossenen Auge. Denn vor dem Timeskip waren beide Augen offen und er hat beide benutzt. Und so kamen natürlich die Theorien, die behauptet haben, dass das Power-Up von Zorro hinter seinem Auge liegt. Und bisher wurde dazu noch nichts enthüllt. Es gibt in einigen Animes Augenfähigkeiten, jedoch muss man dazu erwähnen, dass es in One Piece bisher so eine Fähigkeit nicht gab, dass jemand durch seine Augen eine spezielle Fähigkeit hat, wie zum Beispiel bei Naruto. Aber ein Faktor, der mich trotzdem stutzig macht an dieser Sache, sind die Augen von Mihawk. Denn tatsächlich sind die Augen von Mihawk und Im-sama die einzigen, die sich so richtig von den anderen Augen in One Piece unterscheiden. Also könnte es sein, dass Zorro ein Mihawk-Garn unter der Narbe hat? Wir werden es rausfinden. Das D steht für Dawn. Die Dämmerung der Welt. Pedro dachte, dass Ruffy die Dämmerung der Welt bringen würde. Daher hat er den Mugiwara-Piraten auf Whole Cake Island geholfen. Das Dawn ist etwas, was nur die Minks wissen, die mit Oden gereist sind und Pedro war immer schon auf der Suche nach dem Road Poneglyph bzw. er war da involviert. Wir haben nicht viele Hinweise darauf bekommen, was die Dämmerung der Welt bedeutet, aber Pedro glaubt, dass Ruffy sie herbeiführen wird und er hat sich dafür sogar geopfert. Ist Ruffy der Mann, auf den Goldie Roger wartet? Der Mann, der seinen Willen weitergeben kann? Ruffy könnte die Antwort auf die letzten Worte vom Whitebeard vor seinem Tod sein. Nach dem Rückblick auf die Geschichte des berühmten D könnte dieses D vielleicht für Dawn stehen. Roger kannte die Bedeutung dieses Wortes, ein Mann, der mit dem Kozuki-Clan und dem Minks verbunden ist. Menschen mit der Legende von der Geburt einer neuen Dämmerung. Dämmerung, ein so wichtiges Wort, das Teil des Titels von Kapitel 1 war. Romance Dawn, die Dämmerung des Abenteuers. Shanks ist ein Himmelsdrachenmensch.
könnte Shanks der Sohn von Figa Landgarling sein. Es ist allgemein bekannt, dass Oda keine Charaktere ohne Motiv einführt und sie normalerweise in Verbindung zu anderen stehen. Shanks hatte ein Treffen mit den fünf Weisen angefordert und schließlich eins bekommen. Es ergibt keinen Sinn, dass einer der meistgesuchten Piraten so leicht Zugang zu den höchsten Autoritäten in der One Piece Welt bekommt. Es muss einen Grund dafür geben und das könnte möglicherweise Shanks Verbindung zur Figaland-Familie sein, beziehungsweise sein Blut, und zwar das Blut des Himmelsdrachenmenschen. Die drei Persönlichkeiten von Blackbeard. Es gab viele Theorien bezüglich des Jolly Rogers von Blackbeards Crew, die zeigten, dass Blackbeard eine Cerberus-Sohn hat, dass er drei Köpfe hat oder dass er am Ende der Serie drei Teufelsfrüchte besitzen wird. Jedoch könnten die drei verschiedenen Totenköpfe für die drei Persönlichkeiten von Blackbeard stehen. Blackbeards Persönlichkeit scheint eine seltsame Mischung aus Mut und Feigheit, Strategie und Dummheit zu sein. Während sein Charakter zuweilen stark und furchterregend aussieht, wirkt er zu anderen Zeiten schwach und lächerlich. Und das sind die drei Persönlichkeiten von ihm. Die erste Persönlichkeit. Diese Persönlichkeit haben wir zum ersten Mal in Mogtown gesehen, als er Ruffy zum ersten Mal traf. Er teilt mehrere Eigenschaften mit Ruffy, darunter einen unersättlichen Appetit, eine sorglose Haltung, einen wettbewerbsorientierten und leichtsinnigen Charakter, Ausdauer, egal was passiert, und enorme Ambitionen, seinen Traum zu folgen. Die zweite Persönlichkeit. Diese Persönlichkeit zeigt, wie böse und machthungrig Blackbeard ist. Er scheint sehr intelligent bei der Durchführung von bösen Plänen und ihrer erfolgreichen Umsetzung. Er blieb im Schatten von Whitebeard und führte seinen Plan durch, die selbsternannte stärkste Teufelsfrucht Yami Yami no Mi zu bekommen. Es dauerte viele Jahre, bis er diese Frucht bekam. Aber er verlor nie die Hoffnung, was zeigt, wie stark seine Überzeugung für seinen Plan ist. Und nun die dritte Persönlichkeit. Diese Persönlichkeit ist diejenige, die Blackbeard vor dem Tod fürchten lässt und ihn feige handeln lässt. Wie mehrfach gesehen, hat Blackbeard feige gehandelt und jedes Mal, wenn Blackbeard einen Treffer einsteckt, der aufgrund seiner Teufelsfrucht sicher schmerzhaft ist, reagiert er übertrieben wie in den Kämpfen gegen Ace und Ruffy, wo er sicher überreagiert, wie auch von seinen Crewmitgliedern betont wurde. Obwohl er ein Träger des D ist, fürchtet Blackbeard den Tod, was für einen D recht komisch ist. Und kurz vor seinem Tod bemerkte Whitebeard, dass Teach nicht derjenige war, auf den Roger gewartet hat, und meinte, er sei unfähig, Rogers Erbe fortzusetzen. Sir Crocodile ist eigentlich eine Frau. Sir Crocodile ist einer der bemerkenswertesten Hauptgegner der Serie, da er der erste Feind war, der Ruffy eine vollständige und absolute Niederlage zufügte. Ursprünglich wurde er als einer der sieben Samurai der Meere eingeführt, verlor jedoch später seinen Titel, nachdem er versucht hatte, das Wüstenkönigreich Alabasta zu übernehmen. Dank Ruffy gelang es ihm, aus Impel Down zu entkommen, und er ging nach Marineford, um am Krieg teilzunehmen. Und auf Impel Down hat man erfahren, dass er ein Geheimnis hat, und dieses Geheimnis weiß nur Ivankov. Und viele Fans vermuten, dass das Geheimnis sein könnte, dass Crocodile früher eine Frau war. Also der Mythos geht wie folgt. Ivankov kennt ein Geheimnis aus Crocodiles Vergangenheit, das niemand sonst kennt. Und Ivankov kann das Geschlecht vom Menschen ändern, was zu Spekulationen führt, dass Crocodile früher eine Frau war und von Ivankov zu einem Mann umgewandelt wurde. In Episode 0 sehen wir nur die Rückseite von Crocodiles Kopf, was darauf hindeutet, dass er damals anders war und dass Oda es vorerst geheim halten möchte. Denn tatsächlich ist es wirklich komisch, dass wir jeden anderen Charakter komplett sehen können, aber Crocodile sieht man nur von hinten. Außerdem hat man in der Netflix-Adaption eine Person gesehen, die weiblich ist und Crocodile relativ ähnlich sein könnte, und das hat auch für Aufruhr gesorgt, denn es könnte natürlich ein kleiner Hinweis sein, denn Oda hat natürlich auch aktiv an der Serie mitgearbeitet. Bisher wurde nichts bestätigt. In der SBS für Band 63 zeichnete Oda die Shichibukai als Kinder, und Crocodile sieht nicht wirklich aus wie eine Frau, aber das sehen wir dann, wenn Oda mehr enthüllt. Das sind alles Theorien gewesen, die jeder Casual-Fan von One Piece irgendwann mal gehört hat. Jedoch betreten wir jetzt das zweite Level des One Piece Eisberges. Die Lügen von Lysop. Lysop ist seit seiner Einführung in die Serie als berüchtigter Lügner bekannt. Trotz seines Ziels, ein mutiger Krieger der See zu werden, hat sich seine Neigung, die Wahrheit zu verdrehen, besonders in Notlagen, nie wirklich gelegt. Tatsächlich ist es zu einem laufenden Gag in der Serie geworden, dass die Lügen von Lysop irgendwie wahr werden. Viele von Lysops Lügen gegenüber Kaya und anderen sind im Laufe der Serie auf die eine oder andere Weise wahr geworden. Vielleicht gibt es jedoch mehrere plausible Erklärungen für Lysops Fähigkeit, unwissentlich die Zukunft vorherzusagen. Und vielleicht können eine Untersuchung der Handvoll Lügen, die noch auf ihre Enthüllung warten, einige entscheidende Hinweise für die Zukunft von One Piece enthüllen. Die realistischste Erklärung dafür, dass Lysops Lügen wiederholt wahr werden, ist, dass er in die Zukunft schauen kann. Und das mit einer hochentwickelten Form des Vorahnungshaki, was ihm ermöglicht, unwissentlich Jahre in die Zukunft zu blicken, anstatt nur Sekunden, wie normale Benutzer von Vorahnungshaki, zum Beispiel wie Katakuri, es kann. Dies könnte mehrere seiner Vorhersagen erklären, einschließlich seines 30 Millionen Berry Kopfgelds, das er vorhersagte, als er behauptete, dass Ruffys Kopfgeld nach Enies Lobby eigentlich
wirklich für ihn sei. Ein solches Power-Up könnte Rüssop auch dabei helfen, andere Scharfschützen auf See, wie zum Beispiel Van Oga von den Blackbeard-Piraten, zu überlisten. Eine weitere unterhaltsame Möglichkeit ist, dass Ruffys Fähigkeit, die Realität zu verändern, die er durch die wahre Kraft seiner Teufelskraft erlangt hat, auf Lüssop übergegangen sein könnte. Durch reine Willenskraft allein beugt Lüssop möglicherweise die Realität, um seine Lügen wahr werden zu lassen. So unwahrscheinlich es auch klingen mag, Lüssop hat einen besonders starken Willen, insbesondere wenn es darum geht, am Leben zu bleiben. Er zögert nicht zu lügen, um sein Wohlbefinden zu sichern, also ist es vielleicht gar nicht so abwegig, dass sein Wille stark genug ist, die Realität zu beeinflussen. Eine der vielen Lügen von Lüssop, die noch wahr werden müssen und besonders hervorsticht, ist seine Behauptung, ein Nachkomme von Mont Blanc Noland in Kapitel 713 zu sein. Obwohl dies nur eine List war, um den Tontata-Stamm dazu zu bringen, ihn und Robin zu vertrauen und sie damals freizulassen, könnte es, wenn es sich bewahrheitet, für eine interessante Enthüllung sorgen, wenn man die Parallelen zwischen Lüssop und Noland betrachtet. Wenn Noland als Lügner gebrandmarkt wurde, weil er die Wahrheit sagte, könnte Lüssop merkwürdigerweise den Willen seines Vorfahrens erfüllen, indem er all seine Lügen wahr werden lässt. Eine andere Lüge, die erwähnenswert ist, ist Lüssops Behauptung, der Kapitän zu sein. Eine beliebte Theorie besagt, dass die Strohbande am Ende von One Piece auseinandergehen könnte, weil Ruffy sein Ziel erreicht hat und Lüssop dazu führen würde, der Kapitän zu werden. Unabhängig davon, ob Lüssops Lügen, die wahr werden, einfach ein Gag sind oder auf eine geheime Kraft hinweisen, die Realität verändern kann, wird die letzte Saga sicherlich viele aufregende Ereignisse bereithalten. Darüber hinaus könnten die Strohhüte endlich nach Elbaf gehen und Lüssop könnte die Gelegenheit bekommen, zu glänzen und offiziell ein mutiger Kämpfer der See zu werden. Fans der Serie werden sicherlich eine tolle Zeit haben, Lüssops Lügen zu durchleuchten, die noch darauf warten, wahr zu werden und hoffen, Hinweise auf das Ende von One Piece zu finden. Der Mond und die Space Piraten. Der Mond war schon immer ein großes Mysterium. Wir wissen, dass es dort oben Lebewesen gibt, als Enel auf seinen Abenteuern war. Was wir wissen ist, dass es eine antike Zivilisation namens Birka gab, die außerirdische Wesen mit hochentwickelter Technologie beherbergte. Verdächtigerweise gibt es auch eine Wolkenstadt namens Birka und angesichts der Tatsache, dass das Hauptziel des Hauptgegners darin besteht, auf diesen mysteriösen Mond zu gelangen, deuten viele Dinge darauf hin, dass die Geheimnisse des Mondes mit der Existenz der Himmelsdrachenmenschen in der Welt von One Piece zusammenhängen könnten. Vielleicht ist die Geschichte dessen, was auf dem Mond passiert ist, mit der Existenz der Himmelsdrachenmenschen verbunden und vielleicht auch mit den Minks, da sie vom Mond beeinflusst werden. Tatsächlich könnten viele der merkwürdigen Kreaturen, die in der Welt von One Piece leben, mit der Geschichte des Mondes verbunden sein. Vielleicht ist sogar Im-Sama mit dem Mond verbunden. Außerdem ist euch bestimmt schon aufgefallen, dass alle Himmelsdrachenmenschen einen Raumanzug tragen und ich denke wohl kaum, dass das Zufall ist. Viele Fans behaupten, dass der Mond vielleicht sogar mit dem verlorenen Jahrhundert und der antiken Zivilisation zu tun haben könnte. Edward Weeble ist eine Whitebeard-Kopie. In Kapitel 802 von One Piece wurden zwei neue Charaktere vorgestellt. Der erste war Edward Weeble, ein eigenartig aussehender Mann, der behauptet, der leibliche Sohn von Whitebeard zu sein. Neben Weeble war Miss Buckin die Frau, die behauptet, seine Mutter zu sein. Zu dieser Zeit gab es keine Möglichkeit zu bestimmen, ob das, was diese beiden sagten, wahr war. Nun jedoch hat die One Piece-Erzählung ein paar weitere Puzzlestücke geliefert. Die kürzliche Diskussion über Miss Buckins Hintergrund und das Klonen hat Fans zu einer neuen Schlussfolgerung über Weeble veranlasst. Die Schlussfolgerung lautet, dass er nicht ganz der Sohn von Whitebeard ist, sondern vielmehr ein gescheiterter Klon von ihm. In Kapitel 1072 wurde enthüllt, dass Stussy von CP0 ein Klon von Buckingham Stussy von den Rocks-Piraten war. Außerdem wurde festgestellt, dass sie der erste erfolgreiche Klon der mittlerweile aufgelösten wissenschaftlichen Gruppe MADS war. Zu diesem Zeitpunkt waren viele Fans sicher, dass Stussy ein Klon von Miss Buckins sein sollte. Die Verbindung wurde in Kapitel 1073 bestätigt. Miss Buckin wurde als Buckingham Stussy wieder eingeführt, als ehemaliges Mitglied von der Rocks-Piratenbande und ein Mitglied von MADS. Und die Vorstellung, dass Weeble ein gescheiterter Klon ist, passt gut zu dem, was in den Kapiteln 1072 und 73 etabliert wurde. Und mit dem Hintergrund von Miss Buckin könnte man auf jeden Fall gut erklären, wie sie geschafft hat, so eine Kreatur wie Weeble herzustellen. Sie könnte etwas DNA vom Whitebeard gestohlen haben, einem weiteren Mitglied der Rocks Piratenbande, und hat dann probiert, damit einen Klon herzustellen. Da sie nie eine Wissenschaftlerin auf ihrem Niveau ihrer Kollegen war, muss der Prozess, den sie verwendet hat, schlecht gelaufen sein. Und schließlich bekam sie dann Weeble. Dr. Vegapunk hat Weeble wahrscheinlich nicht als erfolgreichen Klon anerkannt, da er ein Perfektionist ist. Diese Theorie würde auch erklären, warum Miss Buckin behauptet, Weeble sei Whitebeards leiblicher Sohn und warum sie behauptet, Vegapunk könnte das bestätigen. Zumindest zeigt ihre Beteiligung an den Rocks Piraten und MADS, wie sie Weeble kreiert haben könnte. Und das natürlich ohne Whitebeards direkte Beteiligung. Die Zerstörung der Redline.
Diese One Piece Theorie wurde um 2017 auf verschiedenen Plattformen wie Reddit und YouTube bekannt. Sie spekuliert darüber, dass das Endgame von One Piece die Zerstörung der Red Line beinhalten würde, eines großen, wandähnlichen Kontinents, der das einzige Blue Sea in die vier Meere teilt: East Blue, West Blue, South Blue und North Blue. Die Red Line reicht von der Oberfläche bis zum Meeresboden. Die Theorie besagt weiterhin, dass die Zerstörung der Red Line viele Probleme lösen könnte und Ambitionen zahlreicher Hauptcharaktere erfüllen würde. Sanji könnte das All Blue finden, da die Red Line zerstört wird und es keine Teilung mehr im Meer gibt. Als Folge der Zerstörung der Red Line würde Brook sich mit Laboon wieder vereinigen, Franky wäre der Schiffszimmermann mit einem Schiff, was um die Welt gesegelt ist, und Mary Joa würde ebenfalls zusammen mit der Red Line zerstört werden, wodurch die Herrschaft und Autorität der Himmelsdrachenmenschen zusammenbricht. Dies würde auch bedeuten, dass Fishman Island an die Oberfläche zurückkehren könnte, was bedeutet, dass die Vision von Madame Shirley wahr werden könnte. Abgesehen davon könnte Nami die gesamte Welt kartografieren. Was Ruffy betrifft, so besteht seine Vorstellung davon, der König der Piraten zu werden, darin, die Person mit der meisten Freiheit in der Welt zu werden. Und die Red Line ist ein Hindernis für die Freiheit, da sie eine Grenze darstellt, die quasi begrenzt, wo man hingehen kann. Daher würde durch ihre Zerstörung nicht nur Ruffy, sondern auch die Welt freier werden. Mit dem Fall der Red Line würde es auch keine Grenzen mehr auf hoher See geben. Und alles könnte zusammen zu One Piece werden. Das ist die originale Theorie, die inzwischen jedoch etwas abgeändert worden ist. Denn ursprünglich wurde spekuliert, dass der ehemalige Piratenkönig Goldie Roger einen Schatz hinterlassen hat und dieser Schatz ist eine der antiken Waffen, die quasi benutzt wird, um die Red Line zu zerstören. Dieser Teil der Theorie wurde jedoch mit den neuesten Entwicklungen in der One Piece Geschichte modifiziert, da am Ende von dem Wano Kuni Arc Oda enthüllt hat, dass die antike Waffe Pluton tief unter Wano begraben ist und benötigt wird, um Wano für die Welt zu öffnen, und zwar indem seine Grenzen zerstört werden. Aber natürlich steht die Theorie auch zahlreichen Herausforderungen gegenüber, in Form von Fragen. Zum Beispiel, warum hat Roger die Red Line nicht selber oder mit Hilfe seiner Crew zerstört? Die Antwort auf diese Frage ist recht klar: Rogers Zeit war noch nicht gekommen. Wie er selber sagte, als er und seine Crew Joy Boys Schatz auf Love Tale fanden und es war noch Zeit bis zur Rückkehr von Joy Boy. Eine weitere große Herausforderung für diese Theorie war, wie Fishman Island an die Oberfläche kommen könnte, wenn die Red Line zerstört wird. Nach der Zerstörung der Red Line würden die Prinzessin von Fishman Island, Shirahoshi, die die antike Waffe Poseidon ist und die Macht hat, alle Seekönige zu befehligen, ihre Kraft nutzen, um sie zu befehligen, die Noah mit den Menschen vom Fishman Island an die Oberfläche zu ziehen. All dies ist jedoch vorerst nur eine bemerkenswerte Ferntheorie und kann nur bestätigt werden, wenn die Geschichte von One Piece weiter voranschreitet. Shanks ist ein Verräter. Viele Fans spekulieren, dass Shanks eventuell ein Verräter sein könnte. Dafür gibt es viel mehr storytechnische Gründe als wirkliche Fakten, an denen man sich festhalten kann. Denn das Ziel von Ruffy ist es, die Kaiser zu besiegen und so an die Poneglyphen zu kommen, um das One Piece zu finden. Denn ohne die Road Poneglyphe kann man das One Piece nicht finden. Man weiß zwar noch nicht, wo das letzte Road Poneglyph sich befindet, aber man vermutet, dass es in den Händen von Shanks ist. Und hier kommt die Shanks ist ein Verräter Theorie ins Spiel. Denn die Fans behaupten, Ruffy müsste Shanks besiegen, um an das letzte Road Poneglyph zu kommen. Denn es wäre recht unlogisch, wenn Ruffy jetzt schon alle Road Poneglyphen hat, beziehungsweise die einzige Rolle von Shanks es war, ihm den Hut zu übergeben und das letzte Road Poneglyph. Außerdem finden die meisten Fans es komisch, dass er von den Gorosei einfach so aufgenommen worden ist und dabei hat er sich auch ziemlich komisch verhalten, wenn wir ehrlich sind, und in seinem Steckbrief sieht er auch nicht aus wie der Netteste. Aber wie gesagt, es gibt nicht viele Fakten, sondern eher storytechnische Gründe und eines davon ist zum Beispiel auch, dass Fans sich nicht vorstellen können, dass Ruffy Piratenkönig ist und Shanks den Strohhut einfach so zurückgibt. Und jetzt betreten wir das dritte Level des One Piece Eisberges. Die Orangen von Nami. Diese Theorie stammt aus einer SBS und ist schon relativ alt, aber es passt zu den aktuellen Ereignissen. Denn die Teufelsfrucht-Zahlentheorie besteht daraus, dass quasi jede Teufelsfrucht, die die Strohhutbande hat, die Zahlen 1 bis 10 darstellen sollen. Das heißt, Go Mu heißt 5-6. Das heißt, wir haben die 5-6. Dann hat Chopper die Hito Hito no Mi, das heißt 1 und 10, also quasi auf Japanisch. Und wir haben dort jede Zahl außer die 2 und die 9. Und die 2 und 9 heißen auf Japanisch Ni und Q, und die Nikyu Nikyu no Mi, also die Teufelsfrucht von Kuma, könnte vielleicht sogar die nächste Teufelsfrucht der Strohhutbande sein. Und jemand hat diese Frage an Oda gestellt und er meinte: Ich bin so schockiert über diese Aussage, oh mein Gott, ich erkläre aber dazu nichts. Und da es unwahrscheinlich ist, dass ein weiteres Mitglied in die Strohhutbande aufgenommen wird, könnte es sein, dass die Teufelsfrucht von Kuma, da er sehr bald halt wahrscheinlich sterben wird, an die Strohhutbande geht.
Und hiermit die nächste Theorie, und zwar die neue Teufelsfrucht von Nami. Denn nach dem Kapitel 1044 hat sich die gesamte Theorie geändert. Denn die Teufelsfrucht, die wir als die Gomu Gomu no Mi kannten, ist eigentlich die Hito Hito no Mi, Modell Nika. Und Nika steht für 2 und die 9. Und das würde die gesamte Theorie von vorhin kaputt machen. Naja, nicht ganz, es würde die Theorie nur ein bisschen abändern. Denn Nika würde in die 2 und die 9 reinpassen und dadurch wäre die 5 und die 6 frei. Und es gibt genau eine Teufelsfrucht, die in die 5 und 6 reinpassen würde, und zwar die Gorogoro no Mi. Und zwar ist das die Teufelsfrucht von Enel. Und da es sehr unwahrscheinlich ist, dass Enel der Strohhutbande beitritt, könnte es dann sein, dass vielleicht einer der Strohhüte die Teufelsfrucht von Enel bekommt? Denn laut dieser Theorie soll Nami diejenige sein, die die Teufelsfrucht von Enel bekommt. Nicht nur wäre es passend, sondern es wäre einfach verdammt crazy, denn Nami war dafür bekannt, zwar die Navigatorin zu sein, aber einer der schwächsten Mitglieder der Strohhutbande. Das würde automatisch die ganzen Dynamiken ändern und Nami an die Spitze der stärksten Kämpfer der Strohhutbande katapultieren. Stellt euch mal vor, der stärkste ist Ruffy, Zoro und dann kommt schon Nami. Naja, ich denke, so stark wird sie vielleicht nicht, aber auf jeden Fall wäre sie einer der stärksten dadurch. Die Rückkehr von Enel. Wenn wir schon bei Enel sind, dann bleiben wir auch bei ihm. Zunächst haben Bellamy und andere erwähnt, dass es in der neuen Welt einen Eingang zu Sky Island gibt. Angesichts der Tatsache, dass Elban wahrscheinlich um die mystischen Götter der Welt von One Piece kreisen würde, würde es dann nicht Sinn machen, dass die göttliche Insel einen Zugang zu einem Teil der Welt hat, der ebenfalls göttliche und himmlische Themen hat? Enel betrachtete sich selber als Gott. Es macht für mich Sinn, dass er zurückkehren würde, wenn wir endlich die Götter der Welt von One Piece erkunden. Besonders angesichts der jüngsten Enthüllung rund um Ruffys Teufelsfrucht hat sein Kampf mit Enel mehr erzählerisches Gewicht. Ein Mensch, der dachte, er sei ein Gott, kämpfte gegen einen Gott, der dachte, er sei ein Mensch. Wir wissen auch, dass selbst wenn Ruffy nicht Gott sein will und keinen Vorteil im Rennen um den König der Piraten haben möchte, dass er es irgendwann akzeptieren muss. Dies wird wahrscheinlich zu einer Enthüllung führen, bei der Enel realisiert, dass er kein Gott ist, gepaart mit einer ähnlichen Szene, in der Ruffy herausfindet, dass er einer ist. Und beide werden es nicht akzeptieren. Wahrscheinlich werden beide das Gesicht von Enel machen, wenn sie es herausfinden. Stellt euch die Parallelen vor, die Oda hier ziehen könnte. Außerdem, wenn Elba die Insel mit nordischen Themen ist, würde es nicht Sinn machen, dass jemand, der Anspruch auf den Titel Thor hätte, von einer Wolkeninsel auf die Insel kommt, bereit, die neue Welt zu erobern, nachdem er den Mond erobert hat. Wenn er den Mond erobert und Wissen erlangt hat, wird er sich technisch gesehen den Mondgott nennen. Und Oda hat außerdem bereits erwähnt, dass er sich gewünscht hätte, Crocodile und Enel viel später in die Geschichte einzuführen, weil er wollte, dass sie viel stärker sind und viele ihrer verrückten Kräfte zeigen wollte. Aber aufgrund ihrer Platzierung in der Geschichte war er eingeschränkt in der Verwendung von Kräften, damit sie realistische Gegner sind, die Ruffy besiegen könnte. Also denke ich, mit Crocodile, der gerade wieder in die Geschichte zurückgekehrt ist, würde Oda nicht auch Enel zurückbringen wollen, damit er endlich zeigen kann, wozu beide Charaktere fähig sind. Vielleicht macht es nicht wirklich Sinn, der Organisation von Buggy beizutreten, aber Elban wäre die perfekte Möglichkeit, Enel wieder einzuführen. Shanks wollte Ace zum Joyboy machen. Roger erreicht Lovetail und erfährt die wahre Geschichte. Und vermutlich erfährt er auch die wahre Natur der Gum-Gum-Frucht und versteht dann auch, dass es sich um die Hito Hito no Mi Modell Nika handelt. Nach seiner Rückkehr zum Schiff gibt er Shanks anonyme Informationen preis, es könnte alles Mögliche sein. Roger sagt dann, dass sein Sohn als nächstes Lovetail und den darauf hinterlassenen Schatz finden wird. Als nächstes wissen wir, dass Roger das Schiff verlässt, um ein Kind zu zeugen und sich dann der Weltregierung ausliefert, um die Fackel an die nächste Generation weiterzugeben. Bevor er Garp mit dem Leben seines Sohnes Ace beauftragt und damit das Leben des ersten Piratenkönigs Goldie Roger beendet. Garp übergibt die primäre Pflege von Ace an Dadan, die im East Blue wohnt. Später kommt es dann zu dem Ereignis, dass Shanks die Gum-Gum-Frucht von Who's Who stiehlt. Angesichts der einzigartigen Natur der Frucht und der Tatsache, dass die CP9 die Frucht auf einer Escort-Mission bewacht hat, kann ich annehmen, dass Shanks wusste, um welche Frucht es sich handelt und wie besonders sie ist. Shanks legt dann im Fuchsia Village an und unternimmt häufige Reisen rund um den East Blue. Das lässt vermuten, dass er vermutlich mit einem Plan dort gewesen ist. Und wie wir alle wissen, isst Ruffy schließlich die Frucht und Shanks verliert einen Arm, indem er ihn auf das neue Zeitalter setzt, wie er es Whitebeard gegenüber ausdrückte. Shanks vertraut Ruffy seinen Hut und das Ziel an, ein großer Pirat zu werden und macht sich auf den Weg. Aber es ist seltsam, dass Shanks sofort geht, nachdem die Frucht gegessen wurde, weil Ruffy sein ursprüngliches Ziel gefährdet hat. Und wie wir jetzt alle wissen, ist Ruffy aufgrund der Ereignisse in Kapitel 1044 zu Joyboy geworden, aufgrund des Erwachens der Hito Hito no Mi Modell Nika. Shanks hat die Frucht gestohlen und ist in den East Blue gegangen, um nach Ace zu suchen, um ihm die Frucht zu geben, damit Shanks den Willen von Roger an seinen Sohn weitergeben kann, so wie Roger es wollte. Und nachdem Ruffy die Frucht gegessen hat, hat Shanks sein Leben gerettet und Ruffy hat dasselbe gesagt wie Roger und offensichtlich wissen wir nicht, ob das vor oder nach dem Essen der Frucht war, aber Shanks hat dann entschieden, dass Ruffy den Willen von Roger erben und den Willen des Dee erfüllen kann.
Marco ist älter als Joyboy. Die Teufelsfrucht von Brooke ermöglicht ein Leben nach dem Tod. Die Länge ist nicht festgelegt und lässt die Möglichkeit offen, dass weitere Früchte ähnliche Fähigkeiten haben können. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf kann man Marco nun aus einer anderen Perspektive betrachten. Die zwei Kernmerkmale des mythologischen Phönix sind erstens die Langlebigkeit und zweitens die Regeneration. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ein Leben nach dem Tod möglich ist und dass der Phönix nach dem Altern von 500 bis 1000 Jahren wiedergeboren wird, richten wir jetzt unsere Aufmerksamkeit auf Marco. Die Theorie besagt, dass er uralt ist, möglicherweise sogar älter als das verlorene Jahrhundert. Dies ist möglich, wenn seine Teufelsfrucht eine sekundäre Fähigkeit hat, ähnlich wie der mythologische Phönix, 500 bis 1000 Jahre zu leben, dann einen Prozess der Verbrennung und Wiedergeburt zu durchlaufen. Denn wenn man recht überlegt, ist das meiste, was wir über Marco wissen, mit der Whitebeard Crew zusammenhängt. Denn als Whitebeard in Wano Kuni ankam, war Marco bereits an Bord, im Alter von 15 Jahren. Etwas, das in One Piece nur wenige Kinder bzw. Jugendliche erreichen. Er wird einer der engsten Vertrauten von Whitebeard und übernimmt schließlich die Position des Kapitäns nach Whitebeards Tod. Mit einer so tiefen Beziehung würde Whitebeard große Anstrengungen unternehmen, um seinen Freund zu schützen. Außerdem könnte es sein, dass Marco Whitebeard in seinem vorherigen Lebenszyklus kannte und Whitebeard ihn gebeten hat, ihn zu beschützen und zu beobachten. Wir wissen kaum etwas über ihn, aber Oda hat darauf geachtet, dass wir Marco in allen Stadien der kindlichen Entwicklung gesehen haben. Vielleicht, um uns ein klares Bild von seinen Kräften zu zeigen, die ganze Zeit offen vor uns verborgen waren. Wenn das wahr sein sollte, sind die Möglichkeiten so gigantisch. Und der Marco, den wir jetzt kennen, hat vielleicht die Erinnerung verloren in seinem vorherigen Lebenszyklus. Und es könnte gut möglich sein, dass er derjenige war, der Roger die Informationen gegeben hat, die er vielleicht gebraucht hat. Denn wie wir wissen, war Whitebeard nicht interessiert an dem One Piece. Und dies würde auch automatisch bedeuten, dass Marco jetzt quasi ein Baby ist mit seinen jungen Jahren und er noch 500 bis 1000 Jahre vor sich hat. Brooke und Kuzan sind verwandt. Die ähnliche Gesichts- und Körperform ist die Grundannahme dieser Theorie. Denn Oda hat beide als Kinder gezeichnet und man muss wirklich sagen, die sehen 1:1 gleich aus. Beide tragen Brillen mit invertierten Farben und interessanterweise begann Kuzan erst zu trinken, als er von Seefeuer unterrichtet wurde und doch sieht man auf seinem Kindheitsbild, wie er eine Flasche Sake hält, eine Tasche, die darauf hindeutet, dass er auf einer Reise ist. Und vielleicht ist dies sogar eine Anspielung auf die Lieferung von Binks Sake. Außerdem trägt er noch einen Regenschirm, dessen Farbe, der gehakte Teil und der schlanke Körper an Brooks Gehstock erinnern. Und außerdem war die Erklärung von Oda, dass Brook Eisangriffe machen kann, dass er quasi in die Unterwelt greift, um Eis zu benutzen. Aber vielleicht war das auch nur eine Anspielung an Kuzan. Brook ist 90 Jahre alt, Garp ist 78 Jahre alt und Roger ist im Alter von 53 Jahren gestorben. Kuzan ist 49. Brook tat vor 52 Jahren der Rumba Piratenbande bei, im Alter von 38 Jahren. Und wenn er Kuzans Vater wäre, bedeutet das, dass Kuzan gezeugt wurde, als Brook 41 Jahre alt war. Das heißt, die Rumba Piratenbande sollte mehr als 3 Jahre existiert haben, damit er vor seinem Tod ein Kind haben konnte. Das genaue Jahr, in dem Brook Laboom traf, ist vage und wird als vor über 50 Jahren aufgezeichnet. Und auch das Jahr, in dem die Rumba Piraten endeten, ist vage. Folglich gibt es keine Aufzeichnung über die Langlebigkeit der Rumba Piraten. Brook erinnert sich jedoch an Roger als Rookie. Es gibt eine 13 Jahre lange Lücke zwischen Brook und Roger, was bedeutet, dass als Brook als Rookie mit 38 Jahren Teil der Rumba-Piraten war, Roger 25 Jahre alt war. Brook hätte Jahre an Erfahrung gebraucht, um einen 25 Jahre alten Roger als Rookie zu bezeichnen. Kuzan sagte in Kapitel 319 zu Ruffy, dein Opa hat mir vor langer Zeit geholfen. Dies könnte bedeuten, dass Garp einen verirrten Kuzan dazu inspirierte, ein Marineadmiral zu werden. Was nur möglich ist, wenn Garp ein besonderes Interesse an Kuzan hatte. Und dieses Interesse könnte sein, dass sein Vater ein berüchtigter Pirat war. Und dies wird nicht das einzige Mal sein, dass Garp das Geheimnis eines Piratensohns bewahrt hat. Wie im Fall von Ace zeigt, versteht Garp eindeutig, dass die Sünden des Vaters den Sohn nicht beeinträchtigen sollten. Kuzan verehrt Garp und höchstwahrscheinlich hat Garp ihn adoptiert. Denn man könnte auf jeden Fall darauf schließen, dass er ein Waisenkind sein könnte, weil er recht arm aussieht auf seinen Kindheitsbildern. Und ich habe das Gefühl, selbst wenn diese Theorie stimmt, dass es niemals aufgelöst wird. Und somit betreten wir die vorletzte Ebene, und zwar Level 4. Der Thunderbird. Es wird spekuliert, dass Blackbeard am Ende insgesamt 3 Teufelsfrüchte haben wird. Eine als die mächtigste Paramecia, die zweite als die mächtigste Logia und schließlich die mächtigste Zorn. Die meisten Fans glauben, dass Kaidos Teufelsfrucht dafür passen würde, aber ich denke eher, dass die Teufelsfrucht von Dragon dafür passen könnte. Wir haben gesehen, dass Blackbeard auf jeden Fall schon mal gegen Dragon gekämpft hat und quasi auch seine Basis infiltriert hat. Und was könnte der Grund dafür sein? Ja, er wollte seine Teufelsfrucht haben, denn er hat die mächtigste Zornfrucht, die man haben kann. Und es ist sehr offensichtlich, dass Dragons Teufelsfrucht eine Vielzahl von Fähigkeiten
Fähigkeiten hat und Vielfalt kommt nur bei Zoans vor. Dragon wurde gezeigt, die Luft und sogar Blitze zu kontrollieren, ganz allgemein. Ich denke, er hat eine mystische Zoan-Teufelsfrucht des Thunderbird. Der Thunderbird ist eine Kreatur in der indianischen Mythologie, die die Fähigkeit hat, das Wetter zu kontrollieren. Der Thunderbird kann die Form eines Menschen annehmen, auch in der Mythologie, was zu dem Ganzen halt passen würde. Und wenn man Monkey D. Dragon jetzt mal anschaut und mit den Native Americans vergleicht, die damals auch solche Gesichtstattoos gehabt haben, kann man wirklich sagen, dass vielleicht Oda von dort seine Inspiration geholt hat. Das Eye of Goldie Rogers Schiff. Als Goldie Roger und seine Crew durch die Welt von One Piece segelten, hatten sie ein mysteriöses Objekt an Bord ihres Schiffes. Jedes Mal, wenn die Oro Jackson gezeigt wurde, hatte sie ein enormes Ei mit roten Punkten drauf. Mit der Auflösung der Roger Piraten ist das Schicksal sowohl ihres Schiffes als auch dieses Eies unbekannt. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass das Ei auf der letzten Insel der neuen Welt, Lovetail, zurückgelassen wurde. Falls dies der Fall ist, könnte es den Strohhut Piraten und jedem anderen, der nach Lovetail es schafft, eine weitere Angelegenheit geben, bevor sie das One Piece finden. Was auch immer dieses Ei war, könnt ihr geduldig darauf warten, dass die richtigen Leute auftauchen und Goldie Rogers Schatz beanspruchen. Wo könnte das Ei jetzt sein? Als Roger kurz vor seiner Hinrichtung stand, behauptet er, all seine Beute an einem Ort zurückgelassen zu haben. Neben dem legendären One Piece würden dazu wahrscheinlich alle Schätze und Wertsachen gehören, die er während seines Lebens gesammelt hatte, zu denen zweifellos auch das Ei gezählt haben könnte. Es liegt jedoch auch nahe, dass das Ei mittlerweile geschlüpft ist. Schließlich wurde es zuletzt vor über 24 Jahren gesehen, bevor Roger hingerichtet wurde. Welche Art von Kreatur auch immer darin enthalten ist, hatte genügend Zeit, um aus der Schale auszubrechen und zu reifen. Viele Fans haben spekuliert, dass das Ei einen Drachen enthält. Es könnte sich um eine mythologische Kreatur in der modernen Welt von One Piece handeln. Aber wenn ein Exemplar noch existiere, wären die Roger Piraten, die alle Geheimnisse der neuen Welt gelernt haben, zweifellos diejenigen, die es finden würden. Was Theorien über die Beziehung der Drachen zu den antiken Waffen betrifft, bleibt abzuwarten. Es sollte jedoch betrachtet werden, dass Rogers Ei wahrscheinlich nicht direkt mit dem One Piece verbunden ist. Roger erfuhr nicht die Natur von Joy Boys Vermächtnis, bis seine Crew auf der damals noch unbenannten Insel ankam. Zu dem Zeitpunkt war das Ei bereits an Bord der Oro Jackson. Es hat vielleicht erkannt, dass seine Crew zu früh angekommen ist, aber das würde darauf hindeuten, dass er dachte, dass das Schlüpfen des Eis eine separate Angelegenheit war. In dem Fall, wenn das Ei zu einem Drachen geschlüpft ist, würde es noch mehr Sinn ergeben, es auf Lovetail zu haben. Drachen sind in der Mythologie dafür bekannt, schützend über Schätze zu wachen. Selbst wenn es nicht absichtlich das One Piece bewacht, könnte es sehr gut den Rest des Schatzes bewachen, den Roger auf der Insel zurückgelassen hat. Viele Fans vermuten auch, dass Big News Morgans aus dem Ei geschlüpft sein könnte und dass er heimlich quasi ein ehemaliges Mitglied der Roger Piratenbande ist. Und das würde erklären, wieso er immer in seiner Hybridform ist, vielleicht um sein Gesicht zu verstecken. Jedoch was dagegen spricht, ist, dass er eine Teufelsfrucht hat, und zwar die Albatrossfrucht. Und er wäre der einzige Zoan-Nutzer, der aus einem Ei schlüpft, was natürlich wieder keinen Sinn ergibt. Das Florian Triangle. Wir haben gesehen, wie Im-Sama seine Kräfte eingesetzt hat. Es hat nicht lange gedauert, bis der König von Alabasta realisiert hat, dass er den Raum nicht lebend verlassen wird, nachdem er das größte Tabu der Welt gesehen hat. Fans erfahren auch die Wahrheit hinter dem geheimen Namen D und wie Lilis Missgeschick dazu führte, dass diejenigen, die diesen Namen tragen, die geschworenen Feinde der Götter sind. Das Florian Triangle ist komplett von einer Nebeldecke bedeckt, die das gesamte Meer verhüllt. Gecko Morias Schiff, die Thriller Bug, befindet sich im Florian Triangle. Der Nebel ist so dicht, dass er das Sonnenlicht vollständig blockiert, sodass es schwer zu sagen ist, ob es Tag oder Nacht ist. Über 100 Schiffe verschwinden jedes Jahr dort und werden oft ohne ihre Besatzung wieder entdeckt. Obwohl Gecko Moria für einige dieser Verschwinden verantwortlich war, begann das Phänomen lange bevor er dort war. Die Hauptursache scheint dieses gigantische Wesen zu sein, das zufälligerweise auch aussieht wie Im-Sama. Über diese Schatten ist nichts bekannt, außer dass sie enorm groß sind und rote Augen haben. Sie sind massiv genug, um die Thriller Bug, ein inselgroßes Piratenschiff in One Piece, völlig zu überraschen. Trotz ihrer Größe können sie sich mit dem Nebel vermischen und unbemerkt bleiben. Außer dem Fakt, dass die Schattengestalt im Florian Triangle genauso aussieht wie Im-Sama, konnte man halt auch in Kapitel 1085 sehen, wie Imu Schatten aller Formen und Größen manifestiert. Und diese Schatten ähneln in gewisser Weise denen in Thriller Bark Arc von One Piece. Es ist wichtig zu beachten, dass die bekannten Opfer dieser Schatten nur Piraten sind. Wie die Fans jetzt wissen, ist Imu äußerst unzufrieden darüber, dass Piraten das Meer erkunden, um die Poneglyphen und Schätze zu finden. Daher ergibt es Sinn, Piratenschiffe anzugreifen, indem sie irgendeine Fernfähigkeit nutzen. Eine andere Möglichkeit ist, dass etwas im Florian Triangle versteckt ist, das die Weltregierung nicht möchte, dass jemand es herausfindet. Und deshalb hat Im seine Schatten entsandt, um jene Schiffe loszuwerden, die zu nah dran waren, das Geheimnis zu enthüllen. Zanishas Vergehen.
Im Suak haben wir erfahren, dass der Elefant Sanisha für ein schreckliches Verbrechen bestraft wurde und seit Jahrhunderten nichts anderes tun konnte, als zu gehen. Niemand konnte seine Stimme hören, außer Ruffy und Momonosuke. Die beiden, die dieselben Kräfte wie der Piratenkönig Goldie Roger und Kozuki Oden haben. Trotz seiner ewigen Bestrafung zeigt Sanisha keine Anzeichen von Groll gegenüber demjenigen, der es verurteilt hat. Vielmehr gibt es sich selbst die Schuld für seine Verbrechen. Ruffy und Momonosuke sind die einzigen beiden gegenwärtigen Charaktere, die Sanishas Stimme gehört haben. Die Tatsache, dass nur Momonosuke und Sanisha eine solche Bindung haben, ist überraschend. Wenn man bedenkt, dass Ruffy trotz der Fähigkeit mit ihm zu kommunizieren fast keine Interaktion mit dem Elefanten hat und die Tatsache, dass Ruffy Sanisha nicht befiehlt zurückzuschlagen, liegt nahe, dass mehr dahinter steckt, als es den Anschein hat. Trotz der Tatsache, dass Sanisha Joyboy in Ruffy sieht und das größte Vertrauen in letzteren hat, haben die beiden bisher noch nicht direkt in der Serie interagiert. Daher ist es angesichts der vergangenen Verbindung sehr wahrscheinlich, dass Sanisha seine Strafe auf Anweisung von jemandem im Kozuki-Clan ableistet. Genauer gesagt, dem Oberhaupt des Clans. Die Tatsache, dass Sanisha jedoch irgendwo hingegangen ist, ist ein weiteres Rätsel, da sein Ziel unbekannt ist. Der Kozuki-Clan ist in Mysterien gehüllt und spielt eine wichtige Rolle im verlorenen Jahrhundert. Es ist auch möglich, dass es der Kozuki-Clan von vor über 800 Jahren war, der spekulierte, dass ein bedeutendes Ereignis in der fernen Zukunft geschehen würde und daher Poneglyphen als Hinweise hinterließ, um mehr über die Vergangenheit herauszufinden. Toki ist auch so fasziniert von der fernen Zukunft, dass sie durch die Zeit reist und dieses sogenannte bedeutende Ereignis zu erleben. Daher ist es, wenn der Kozuki-Clan wirklich hinter Sanishas Bestrafung steht, umso wahrscheinlicher, dass er ein Ziel und eine zukünftige Rolle für den gigantischen Elefanten festgelegt hat. Das mögliche Power-Up für Gear 5. Ruffys größtes Problem scheint zu sein, dass seine Ausdauer bei der Aufrechterhaltung von Gear 5 zu sein. Daher denke ich, dass es möglicherweise in Gear 5 bleiben kann, wenn andere Leute den Nika-Tanz tanzen und den Rhythmus für Ruffys Herzschlag reproduzieren. Dies könnte der Grund sein, warum wir Kumas Vater sehen, der den Tanz an Kuma zeigt, denn in der Vergangenheit könnte dies der Grund gewesen sein, warum Joyboy eine so große Bedrohung war. In den finalen Kämpfen von One Piece tanzen vielleicht riesige Menschenmassen, um Ruffy zu ermöglichen, kontinuierlich im Kampf zu bleiben. Das gleiche würde eine Art Verbindung zu allen Charakteren aufbauen, die Ruffy bisher in seiner Reise getroffen hat. Ähnlich wie auf Marineford könnte es überall auf der Welt mit Teleschnecken ausgestrahlt werden und es hätte einen ähnlichen Effekt wie das Genki-Dama bei Son Goku. Stellt euch mal vor, die gesamte Welt von One Piece, alle die Ruffy unterstützen, tanzen quasi den Nika-Tanz und geben ihnen quasi damit eine extra Kraft, womit er alle größeren Gegner besiegt. Und dies könnte auch dazu führen, dass er eventuell sogar das Gear 6 erreichen könnte oder eine weitere Form von dem Gear 5. Und damit haben wir Level 5, also die unterste Ebene des One Piece Theorien-Eisberges erreicht. Shaki war Teil der Rocks Piratenbande. Die Rocks Piraten waren eine legendäre und mächtige Piratencrew, die 38 Jahre vor der aktuellen Handlung die Meere befuhr. Sie wurden von Roxy Sebek angeführt und galten als die gefährlichste und stärkste Piratencrew ihrer Zeit. Wenn man einen Blick auf Garps Wiki-Seiten wirft, kann man sehen, dass er Shaki vor ca. 40 Jahren verfolgt hat. Und während des Sabaody-Archipel-Arcs kann man erfahren, dass Shaki sagt, sie hat vor 40 Jahren aufgehört, Piratin zu sein, um ihre Bar zu eröffnen. Daher kann die Marine halt annehmen, dass sie tatsächlich tot ist und dass Garp sie möglicherweise getötet hat. Und es besteht halt wirklich eine reale Möglichkeit, dass sie eine von den Rocks-Piraten war. Und in einer SBS hat das Oda mehr oder weniger schon bereits bestätigt, denn ein Leser hat ihn gefragt, dass wenn man an Pirat vor 40 Jahren und Garp denkt, dass einem direkt Shaki in den Kopf kommt. Und dann fragt er, haben Shaki und Rocks etwas miteinander zu tun? Und Oda antwortet dann halt mehr oder weniger nervös und sagt, du erinnerst dich an Dinge, die über 40 Bänder her sind und er sagt dann sowas wie, nein, haben sie nicht, lalalala. Das heißt, diese Frau, von der man wirklich nicht erwartet hat, dass sie zur legendärsten Piratencrew aller Zeiten gehört hat, ist einfach mal wieder krass von Oda. Pink Sake ist der Schlüssel zum One Piece. Es gibt viele Theorien darüber, was das One Piece sein könnte. Aber ein verbindendes Element zwischen vielen ist die Einbeziehung von Binks Sake. Das Lied scheint durch und durch Generationen von Piraten als der perfekte Jig für eine Party weitergegeben worden zu sein. Aber es gibt eine tiefere Bedeutung in seinen direkt übersetzten Texten und wie das Lied eine Verbindung zu Brook hat, die wiederum mit Laboom und den Walen verknüpft ist. Binks Sake könnte der Schlüssel zur Bedeutung des One Piece sein, aber es könnte auch der Dreh- und Angelpunkt sein, um die Struktur der Welt selbst zu verändern. Die Texte von Binks Sake erzählen die Geschichte von Lovetail, wenn Binks Sake wirklich durch Piratengenerationen weitergegeben wurde, vielleicht von Joyboy, um Crews auf die Geheimnisse der Welt vorzubereiten, dann impliziert einer der bemerkenswertesten Texte im Versammelt die gesamte Crew, dass, wie Monkey D. Ruffy zu Beginn von One Piece sagte, er eine vollständige Crew benötigt, um sein Abenteuer zu beenden. Eine andere Zeile lautet, Wellen tanzen, der Abend kommt, es ist Zeit, die Trommeln zu schlagen. Die Bedeutung von Trommeln wird nach
nach Ruffys Joy-Boy-Transformation deutlicher. Sein Herz schlägt mit den Trommeln der Befreiung, die nicht nur mit Joy-Boy, sondern auch mit Ruffys vermeintlichen mysteriösen Traum einhergeht. Als Goldie Roger auf der finalen namenlosen Insel ankam, war das der Abschluss seines Abenteuers. Er nannte die Insel passenderweise Lovetail, was mit dem Ende von Binks Sake korrespondiert. Endlos, immerwährend unsere lustige Reisegeschichte. Das ist jedoch nicht nur eine Reflexion von Rogers Reise, das Lied übertrifft sein Abenteuer und die Insel war immer das Ende einer lustigen Geschichte. Roger benannte sie, aber der Humor, den er und seine Crew erlebten, wurde immer im Lied spezifiziert. Brook wird Binks Sake über die Red Line tragen. One Piece bezieht sich oft auf Brook als einen ewigen Geschichtenerzähler aufgrund seiner Unsterblichkeit und seiner Verwandlung in ein Skelett. Ruffy war fest entschlossen, einen Musiker in seiner Crew zu haben, was ihm noch wichtiger war als ein Koch oder Schiffszimmermann. Dies könnte entweder Ruffys Natur sein, was durchaus möglich ist, oder eine subtile Vorahnung, dass ein Musiker für das Endspiel der Serie entscheidend ist. Nichts ruft mehr Freude hervor als Musik. Einige Theorien gehen sogar davon aus, dass Laboons Kopfnuss gegen die Red Line eine Vorahnung des Endziels ist, das One Piece zu finden und die Welt zu vereinen. Die Red Line bedeutet Einschränkung, während Binks Sake, Joy Boy und Ruffy für Freiheit stehen. Mit dem Lied als Kompass für die Reise und die Freiheit könnte die Red Line durch die Rückkehr von Brook und Binks Sake zu Laboon niedergerissen werden und durch den riesigen Wal als Möglichkeit, die Herrschaft der Weltregierung zu beenden. Roger sagte, er sei zu früh auf Lovetail angekommen und er kannte Binks Sake gut. Das würde implizieren, dass es beim One Piece mehr gibt als nur das Lied. Dennoch wird Binks Sake nicht als eine Art magische Entität betrachtet, die das One Piece freischaltet, es ist vielmehr eine generationsübergreifende Melodie, die die Reise repräsentiert, den Abschluss des Abenteuers und das, was danach kommt. Das One Piece ist ein Comicbuch. Bei uns heißt One Piece einfach nur One Piece. Jedoch wissen wir, dass Oda in die japanischen Zeichen viel mehr Bedeutung reinsteckt und deswegen heißt One Piece zum Beispiel im Japanischen einmal mehr im Frieden, dann etwas, das Menschen verbindet, beziehungsweise ein Seil, das Menschen verbindet und ein großer, versteckter Schatz in One Piece. Und wenn wir Roger wörtlich nehmen, was er gesagt hat, und zwar, dass Joy Boy einen unglaublichen Schatz hinterlassen hat, eine so lustige Geschichte, dann ist es auch nicht abwegig, wenn man Roger anschaut und sieht, dass er physisch etwas in den Händen hält. Und zwar ein Comicbuch über Nika, beziehungsweise die Geschichte von Nika. Denn Nika ist die Person, die die Menschen verbindet. Genauso wie One Piece uns Menschen miteinander verbindet, verbindet auch Nika die Menschen in der One Piece Welt. Und das D steht für das große Lächeln, das universell unter allen Menschen verstanden wird. Diese Theorie geht noch so viel weiter, also falls ihr es noch nicht gesehen habt, bleibt bis zum Ende dieses Videos dran und dann könnt ihr auf das Video klicken. Und zwar heißt das Video, diese Theorie spoilert das One Piece, weil es halt wirklich das One Piece spoilert. Imusamas legendäre Teufelsfrucht. Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Und in diesem Fall wird es wortwörtlich von den Siegern geschrieben, denn Imusama könnte die Tintenfrucht haben. Die Tintenfrucht, die die Macht hat, Geschehnisse aufzuschreiben, die dann wirklich so geschehen. Denn wenn Imusama die Macht über Tinte hätte, würde es erklären, wie er, wenn er erwacht, möglicherweise einen Teil der Geschichte auslöschen oder historische Dokumente stehlen, ändern oder tilgen könnte. Und der Gegenpol dafür wäre Ruffy, denn Nika ist Gummi, ein übliches Werkzeug, um quasi Dinge wegzuradieren. Und natürlich, es gibt auch Gummi, was Tinte wegradieren kann. Und zufälligerweise gibt es so eine Radiergummiart auch, und zwar traditionell japanisches und das heißt tatsächlich sogar Nikawa. Diese Teufelsfrucht von Imusama wäre quasi potenziell die stärkere Version von Kanjiros Frucht, in dem Sinne, dass der Benutzer möglicherweise Dinge ins Dasein schreiben könnte, sobald es erwacht ist. Auf diese Weise ist sie auf die Vorstellungskraft des Benutzers beschränkt. Ähnlich wie die Sonnengottfrucht und Ruffy würde aufgrund einer besseren Vorstellungskraft am Ende natürlich gewinnen, die nicht auf Angst oder Selbstsucht beruht, sondern auf der Vision einer helleren Welt. Dies würde auch ermöglichen, dass sein Wille mit dem Willen aller übereinstimmt, die von aktuellen Regimen unterdrückt werden. Und das könnte auch der Grund sein, wieso alle Poneglyphe auf Stein gemeißelt sind, denn sie können nicht von Tinte überschrieben werden. Ruffys Mutter war ein Himmelsdrachenmensch. Zuerst habe ich darüber nachgedacht, warum sie nicht erwähnt wurde und wie Garp überhaupt die Verantwortung für Ruffy übernommen hat. Ruffy wusste nicht mal, dass er einen Vater hat und bisher hat ihn auch niemand nach seiner Mutter gefragt. Garp hat auch nichts gesagt, als ob jemand weiter oben gesagt hätte, er sollte es nicht tun. Etwas von höchster Geheimhaltung. Diese Theorie besagt, dass Ruffys Mutter ein Himmelsdrachenmensch war und wenn wir jetzt schon von Dragon sprechen, wir können davon ausgehen, dass Garp der Grund war, wieso er bei der Marine war, aber dann hat er wahrscheinlich dort etwas gesehen, was ihm nicht gefallen hat und hat dann quasi die Revolutionsarmee gegründet. Und als eine höhere Persönlichkeit bei der Marine konnte Dragon dann quasi einen Himmelsdrachenmenschen kennenlernen und dann quasi ein Kind bekommen, beziehungsweise Monkey D. Ruffy bekommen. Das heißt, Ruffy wäre dann quasi ein verbotenes Kind und das würde eine weitere Facette zu seiner Vergangenheit hinzufügen. Eine Facette, von
von der er selber nicht mal eine Ahnung hat. Die Weltregierung oder einige wenige der höchsten Ränge kannten diesen Verrat einer Tenryubito und haben dann Garp befohlen, das Ganze geheim zu halten. Außerdem gibt es feste Fakten, wie Ruffys Mutter ist, die Oda im Jahre 2008 beantwortet hat. Und zwar meinte er, dass wenn er sie in die Geschichte einbaut, dass sie auf jeden Fall keine schöne Frau sein wird, dass sie eine starke und sehr strikte Person sein wird und auf jeden Fall eine Dauerwelle haben wird, wie eine Frau im mittleren Alter. Außerdem gibt es noch eine Theorie, dass Crocodile die Mutter von Ruffy sein soll, aber wenn ich ehrlich bin, will ich darauf nicht ganz eingehen. Puh, das war auf jeden Fall ein Brocken. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, Respekt. Ich schätze mal, ihr seid schon Abonnenten, habt das Video schon geliked, aber ich glaube, ihr habt noch nicht kommentiert und ich glaube, es wird Zeit, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, reinzuschreiben, welche Theorie ihr am besten fandet. Und wie vorhin schon erwähnt, hier könnt ihr diese Theorie anschauen, die ich vorhin meinte, und zwar mit der Theorie, die das One Piece spoilert. Die Theorie macht es halt wirklich, ist nicht ganz so lang wie dieses Video hier, aber trotzdem richtig packend, interessant, knackige 10 Minuten. Viel Spaß!